Eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich bei Star Facts noch nie wirkliche Fakten vorgestellt habe. Somit wünsche ich euch heute viel Spaß mit 11 Fakten über Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan war der erste Jedi seit 1000 Jahren, der einen Sith-Lord besiegte. Seine Unterkunft auf Tatooine befand sich 136 Kilometer von dem Anwesen von Familie Lars, in welchem auch Luke großgezogen wurde, entfernt. Obi-Wans Astromech heißt R4P17 und wird während der Schlacht von Coruscant von Bastroiden zerstört. Insgesamt gelang es ihm, 19 Jahre vom Imperium unentdeckt zu bleiben. Als Obi-Wan die Kantine auf Mos Eisley betritt, dauert es gerade einmal etwas mehr als 2 Minuten, bis er 2 Fremde tötet. Kenobis Gefangennahme auf Geonosis führte dazu, dass 179 Jedi ihr Leben verloren, Anakin einen Arm und die Klonarmee in Einsatz kam, was den Beginn der Klonkriege definierte. Obi-Wan benutzte im Exil den Namen Ben, da dies sein alter Codename in verschiedenen Missionen war. George Lucas benannte Obi-Wan Kenobis Heimatplaneten Stewjon nach dem US-amerikanischen Komiker und Schauspieler Jon Stewart. Im Galaktischen Bürgerkrieg hat Kenobi als Machtgeist die Hoffnung, Vader zu bekehren, bereits aufgegeben. Luke überzeugte ihn dann vom Gegenteil. Das 212. Angriffsbataillon ist Obi-Wans Klontruppeneinheit. Anakin ist nicht der einzige Jedi, der sich verliebte, so auch Obi-Wan in die Herzogin von Mandalore, Satine Kryce. Er blieb den Jedi-Kodex aber konsequenter, da ihnen Bindungen untersagt sind. All diese Fakten aus dem Video sind kanonisch und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie viel davon ihr bereits wusstet. Hier links gibt's jetzt noch die letzte Folge Star Facts und rechts kommt ihr zur gesamten Playlist, wo ihr euch alle Folgen ansehen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.